Einen wunderschönen guten Tag gewünscht von uns an euch. Es ist Donnerstag, also Dead by Daylight. Hallo. Ich bin heute die, wie heißt sie? Cheryl, nicht Chloe. Ja. Ist das wieder der Schutzwald? Nee, das ist nicht der Schutzwald. Nee, Grubenschacht war es, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, ob das dann die da drüben ist. Ja, das müsste... Und wer Ghostface. Mit der Mine da drüben, das müsste es sein. Na gut, die sind auch da hinten. Aber anscheinend waren die auch beide am gleichen Generator. Ja. Weil die beide hochgestalkt waren. Ah ja, die waren fast gleichzeitig, gell? Wie ist das eigentlich, wenn Ghostface einmal anfängt, mich zu stalken und dann unterbricht? Stalkt er mich dann weiter oder Ja, also der kriegt ja so einen weißen von vorne an. Kriegt ja so einen weißen Balken angezeigt, wie weit du hochgestalkt bist. Nur wenn er dich zwischendurch schlägt, geht das wieder runter. Also okay. Er stalkt dich rein theoretisch weiter, nur wenn er halt zwischendurch denkt, oh, ich hau mal drauf. Okay. Dann ist ein Fortschritt weg. Okay, meine ich. Ich habe den ja selber nicht. Ich habe es ja auch nur gesehen bei anderen. So, also da ist noch bei dem, der liegt. Er lascht hinten noch rum. Jetzt hebt er hoch. Ich heile Dwight hoch. Ich glaube, der hat schlampiger Schlachter dabei, weil das geht mega langsam. Ist so ein roter. Ja. Er kommt voll zu dir. Ja, hat mich. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich habe das Totem gemacht und bin dann hochgefluppt, nachdem ich das Totem gemacht habe. Ist nochmal am Haken gewesen? Er kommt ja nach jetzt. Nee, der kommt in beide Richtungen. Hey? Der bestimmt Barbecue. Er geht jetzt zum Dwight, glaube ich. Ich gehe zum Haken. Okay. Flödi hat das Geburtstagsoutfit an. Außer vom Haken die Mütze. So, ich bin Sanitäter, merke ich gerade. So. Er ist noch weit, weit. Okay. Jetzt ist er weg. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung er geht. Ich sehe ihn. Okay, ich gehe zu Dwight. Er ist wieder hier hinten, wo sie hingen. Okay. Er kommt jetzt... Oder? Er hat die andere Klödi wieder gesehen, weil die losgerannt ist. Okay. Ich suche mal einen Generator hier drüben. So. Der hat Pop übrigens. Dwight, was wird's denn jetzt? Okay, Dwight hängt zweimal, Klödi hängt dann auch das zweite Mal. Das ist... Wieder ein großartiger Start hier heute. Ja. Und da kommt er. Ja, kommt direkt zu euch. Er ist weit hinterher. Okay, dann gehst du. Ich gehe wieder an Jen. Wow. Ja, wird eine super Runde, glaube ich. Wir haben ja immerhin ein Gen fertig. Yay! Und Dwight ist schon wieder hochgestalkt. Ja. Hier ein Gen. Ja. Flödi, soll ich jetzt? Nein, okay. Okay, der ist tot. Ja. Ja, nee, also... Ja. Oh. Sorry. Hä, liegt der jetzt im Keller? Ich glaube. Also ich gehe davon aus, dass der noch da hinten rumspringt. Der ist ja da jetzt nicht. Oder im Keller der kommt jetzt hierher, weil ich hier reingeschissen habe. Die Frage ist, warum liegt er in dem Keller?
Vielleicht ja, weil wir ihn Falle da stellen. schlecht. Naja, wir kriegen ihn halt da schlecht raus aus dem Keller, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wo der Junge ist. Oh, nice. Ich gehe von aus, dass der noch da hinten rumhockt. Das Ding ist, Dwight könnte ja, wenn er fertig geheilt ist, also könnte er ja hochkriechen, dass wir sehen, okay, er kriecht los. Naja, aber er kriecht unten im Keller rum. Hä? Wow. Okay, er ist da hinten. So viel zum... Er ist bestimmt noch hier hinten. Ja, weil es halt strange ist, warum Dwight nicht aus dem Keller kriecht. Das ist, macht für mich absolut... Okay, gut. Er ist auch weggerannt, also... Oh, er ist hier. Komm hier rein, ich hau die Palette um. Ich komme. Achtung. Oh. Okay. Nice try. Wow. Was wird denn das jetzt hier für ein Spiel? Jetzt lässt er die dort wieder liegen. Es wird jetzt fröhliches Slacken. Er kommt hinter dir her. Ja. Hab's gecheckt. Aber, ja. Ist er noch bei dir, ja, ne? Ja. Ich versuche mal Dwight aufzuheben. Oh, wir sind hier Ich habe ein paar Tage nicht mehr DBD gespielt und das merkt man. Ich komme mit meinen Fingern nicht mehr klar. Bei mir hat es gerade draußen gehupt, falls ihr das gehört habt. Sorry. Die andere Klödi ist fast ausgeblutet. Hm. Jetzt, was macht er jetzt? Jetzt lässt er sie wieder fallen. Soll die jetzt aufstehen oder was? Keine Ahnung, was sieht so aus? Hat er jetzt Mitleid? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist. Ich weiß auch nicht. Ich kenne seine. Vielleicht denkt er sich, okay, ihr seid so kacke. Ich gebe euch noch eine Chance. Ja, aber dann ist er ja auch selber mit Schuld, wenn er ja immer auf die gleichen gegangen ist. Ja. Aber zumindest scheint er aufzupassen. Wer tot ist und wer nicht. Ah, jetzt ist sie, jetzt steht sie. Achso, warte. Ja. Oder so. Was sie jetzt machen, ich sehe sie auch nicht mehr. Die rennen da beide kurz da quer rum. Also Dwight und Rudy. Hm. Dwight ist da. Oh, er ist da. Stock, der Stock, der Stock. Hm? Er war im Haus an der Seite. Ja, er, upsi. Scheiße, jetzt ist er wieder bei dir. Scheiße. Ich wollte durchs Haus und dann kam er mir entgegen. Also, es ist irgendwie... Ich muss zur Runde hier. Er hat schon wieder den Dwight. Ich komme. Ja, aber kommt hierher gerannt, der Dwight. Ja, lauf. Geh durchs Haus oder was weiß ich. Ich bin hinter dir. Ich einfach mal straight rüber. Er stalkt. Ich bieg mal ab. Er müsste ja mich jetzt gestalkt haben. Ja, er kommt dir nach. Ghostface. In letzter Zeit habe ich mega oft Ghostface. Warum rennt er mir denn jetzt so lang hinterher und schlägt nicht? Gut, er wollte mich stalken, okay. Gut, er wollte mich erst einmal voll stalken. Ich hatte jetzt gerade voll den Mega-Lag, als der mich voll gestalkt hatte. Ich hatte erst einen Lag, als er geschlagen hat. Ich weiß auch nicht, bei meiner Lobby war es, wie gesagt, der Ping auch gelb. Ich habe keine Ahnung. Hm. Aber ich habe jetzt keinen Ping-Indikator da oben. Läuft.
nach hinten. Ihr seid, zwei Leute sind da hinten, die sich heilen. Der eine hat jetzt aufgehört. Ich habe aufgehört. Der andere sitzt, glaube ich, am Gen. Ich glaube, er geht zu denen am Gen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dwight ist hinten bei mir. Ich glaube, der kommt. Mich retten. Okay, ich glaube, Gustav hat gerade seinen Mantel der Nacht hier angemacht oder so. Ich gehe jetzt mal an den Generator. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes diese Runde. Ja, ich war schon an einem dran, aber oh, Dwight, es wäre nett, wenn du mich nicht blockieren würdest. Dankeschön. Aber hier hinten ist immer lauter werdender Herzschlag. Hä? Ich weiß nicht, ob der eine Daily hat, dass der uns stalken muss und dass der hochgestalkt irgendwie Leute umklatschen muss. Ich weiß es nicht. Aber mich hat er ausgeschlagen, nachdem ich hochgestalkt war. Der ist auch einfach jetzt hier an mir vorbei gerannt. Was ist der denn? Ich sehe nicht. Der ist hinter zu euch wieder. Ja, er ist wieder bei mir. Alter, du hast mich doch gerade eben schon. Wow. Richtig spannende Runde, du. Vielleicht kriege ich noch einen Generator fertig. Der hört sich ja komisch an, wenn er betäubt wird. Der keucht der nur haucht. So, oder? Ja, so. So ganz, ganz merkwürdig. Wow. Tunnler, Tunnler, Tunnler. Du bist ein Tunnler. Babykiller, easy, hahaha. Dwight ist bei mir am Generator hier hinten. Ja, er ist, also er läuft auch Richtung Scheck ist er jetzt gelaufen, würde ich jetzt mal meinen. Was kann er? Er ist hier noch bei mir irgendwo. Wo ist die andere Klödi? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe einen, der da am Gender ist. Macht und er ist hier. Die ist im Keller. In der Scheck hinten. What? Nein, 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 Junge. Du stalkst mich nicht. Er muss echt die Leute hochstalken. Ja. Er folgt dem Dwight. Ich weiß jetzt nicht, kommt der Dwight jetzt zu dir, oder? Ja, kommt er. Der will mich wegtunneln, glaube ich. Bin jetzt gleich wieder down. Ja. Ich glaube, jetzt ist er da weiter. Nee, er hat in deine Richtung gedreht. Er geht wieder hinter Richtung Shack, würde ich sagen. Ja, er geht wieder hinter dort, wo ich am Generator war. Okay. Boah, was ist denn seine Mission, ey? Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Du heißt dich selber, oder? Ja. Der tritt jetzt bestimmt den Generator mit Pop. Oh. Wenn ich dich aufdecke, du Bubi, geh weg. Ich habe ihn verscheucht. Also ich weiß nicht. Verpiss dich. Du bringst mir kein Glück. Geh Jens machen, Mann. Ich weiß nicht, was er für eine Aufgabe hat. Das ist voll strange. Weit, hau ab. Ein Archiv kann es ja eigentlich in dem Sinne nicht mehr unbedingt sein. Ja, aber eine Daily vielleicht. Ja. Wobei, gut, die Archivaufgaben kann man ja trotzdem noch machen. Es gibt nur keine Riftteile mehr. Weil halt aktuell ist ja das Archiv quasi geschlossen. Ja, Dwight rennt hier nur sinnlos durch die Gegend. Hä, die Klödi, die macht die ganzen Generatoren auf 99. Naja, ist ja nicht doof. Ja, aber gut, wenn er dagegen tritt, ist halt auch ein bisschen vergebene Mühe dann. Ja, aber auch nur, wenn er Pop mit hat. Hat er ja. Wo ist der jetzt? Wo ist der Vogel? Dann gehe ich jetzt hier in die Mitte an den Generator. Das also, was ist der denn jetzt? An den hier. Der ist auch komplett runter mit Pop. Ich würde gerne wissen, wo der Vogel jetzt ist. Oh, er hat hinter mir gegen den Baum geschlagen. Okay. Ich kann auch stalken. Hä, er steht hier am Baum und tänzelt rum. Er nickt. Du? Du? Wir sollen Jens machen. Er ist in mir. Also. Das klang falsch. Alter, wie sieht das aus? Er hat seinen Kopf in mir. Oh, ist das ekelhaft. Hast du jetzt nötig? Nein, er rennt einfach. Also, jetzt will er uns, glaube ich, rauslassen. Er geht zum Aus. Hier ist die Luke am Ausgang. Ich weiß nicht, was er macht. Hallo.
Ja, dort rechts von mir. An dem Haken ist die Luke. Er schlägt nicht. Ja, dich vielleicht nicht. Mich hat er schon... Ich bin mir da nicht so sicher. Er sitzt neben mir. Kennt er uns? Ich hab keine Ahnung. Ich will mich nur nicht weggrabbeln lassen, ist das Ding halt. Okay, hier ist offen. Ich gehe raus. Also die Runde müssen wir jetzt nicht in die Länge ziehen, oder? Nee, ich verstehe es gerade nicht. Ich auch nicht. Vielleicht verrät das uns jetzt. Vielleicht wollte er einfach nur Punkte machen wegen der Torten? Ich weiß es nicht. Also kennen tue ich den nicht. Nee, ich guck mal, was der noch... Ist auf jeden Fall ein Deutscher. Vielleicht hat er uns deswegen so behandelt. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn auch nicht. Okay, es sind jetzt alle raus. Vielleicht schreibt er was. Wieso? Warum? Was ist deine Mission, Junge? Ich verstehe es halt nicht. Oh, danke, Daniel. keine Ahnung. Dankeschön. What? Ey. Ja. Es war mal eine spezielle erste Runde, würde ich sagen. Es war okay. Ja, ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich würde sagen, danke, Killer, und weiter in Runde 2. So, ich glaub's nicht. Die neue Map. Es ist ja... Was ist hier passiert? Ich wollte gerade sagen, der Daniel, der war gerade relativ nett, der Killer. Ja. Ich habe diese Map seit 3 Wochen nicht mehr gehabt. Ich hab sofort Herzschlag. Ja, der Killer guckt in meine Richtung. Ich weiß nicht, wer es ist. Kannst du gleich sagen. Das ist bei mir weg. Jetzt ist wieder da. Das ist ein Standard. Oh. Billy oder Bubba? Ich würde sagen, es ist ein Bubba. Wow. Ja! 2. Runde, wuhu! Ich meine, die Map, ich hatte die wirklich auch ewig nicht. Also. Ja. Ich bin gerade echt überrascht, dass ich die Map hier bekommen habe, weil. Sagen, ich habe die letzten, das habe ich ja gerade in der ersten Runde schon gesagt, so ein paar Tage nicht gespielt. Auch nicht mehr so lange wie sonst. Aber wenn ich den mal gespielt habe, habe ich nie diese Map bekommen. Nie. Nee, ich auch nicht. Und auch den Salut so bekomme ich irgendwie nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ich habe immer nur diese Standard-Maps bekommen. Ja. Der Killer ist auch ein bisschen campy. Er jagt da Wein. So, finde ich jetzt hier einen Weg runter? Ich riskiere es. Ich gehe hin. Die sind gerade unter mir. Okay, du bist da. Keine Ahnung, wo die sind. Also nicht mehr unter mir. Ich verstecke mich im OP-Busch. Ah, hier ist das Ding, wo der rausfällt. Hä? Wo fällt einer raus? Na, hier gibt's so ein Umkleid oder was das ist. Wenn du dem einen Schrank zu nahe kommst, fällt eine Leiche raus. Echt? Ja. Wusste ich auch noch nicht. Ich war übrigens auch immer noch nicht in diesem Special Room, weil... Ja, ne? Gegebene Gründe habe ich ja gerade genannt. Ja. Es ist halt auch ein bisschen schwierig, den aufzukriegen, ne? Den Raum. Ja. Ich bin direkt quasi neben dem Haken. Mhm. Ich habe einen Generator gefunden. Ich gehe hier nicht weg. Den finde ich nie wieder. Das ist echt... Dadurch, dass wir die Map halt nie hatten, ich habe auch keine Ahnung, wo hier die Generatoren sind. So, ja. Null. Okay, von hinter mir kann er eigentlich nicht kommen. Oder? Wird das eine Krone? Keinen Plan. Warum wechselt die Obsession immer, wenn man den stunt? Oder...
Ich glaube, ja. Das kann sein. Okay, mein Generator ist jetzt halb fertig. Ich bleib mal hier sitzen. Also ich bin oben und ich habe gerade einen mega Herzschlag. Er jagt aber den Bill unten. Okay, unten. Gut. So, also gerade waren sie zumindest unten. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Ja. Ja. Okay, also mein Gen geht jetzt gleich an. Okay. Hier ist einer. Bleib mal im... Ich bin über ihm jetzt im Terrorradius gewesen. Das müsste ja auch ausreichen, um ja, mit Barbecue nicht gesehen zu werden, ne? Ja, ja, ich auch. Oh. Fucky, er hat mich, er ist oben. Okay, warte, dann gehe ich irgendwie runter. Ich bin unten. Ach, der mit seiner Kackkettensäge, Mann. Junge, ich komm dich retten, aber Bill, bleib, halte durch. Ich finde den Weg nicht. Vorsicht, er läuft nicht in die Richtung, wo Bill ist. Okay, er läuft in die andere Richtung. Fuck, Mann, ich bin gerade aus dem Raum rausgekommen und da kam der vorbeigerannt. Ja, Bill, was... Er kommt, geht. Ich habe keine Ahnung, wo... Ah, die andere war hier unten im Schrank. Ich glaube, die kommt jetzt zu mir. War, glaube ich, hier bei mir. Er ist wieder bei Bill. Ich lasse mich nicht unterm Haken. Oh nein! Dieses Scheiß unterm Haken geheilt. Das ist doch ein Pisser. Verdammt. Was denn? Jetzt bin ich hier hinten bei den Toiletten. Das ist ja eine übelste Sackgasse. Der jagt wieder den Bill, gell? Nee, der ist bei mir. Ach Gott. Er ist gerade bei mir. Bill, bei mir. Lass dich bepummeln. Diese Schule ist der reinste Irrgarten. Ja, ich bin hier übelst jetzt. Ich hätte jetzt woanders hinrennen müssen. Wo liegst denn du da? Ah ja, aber Glödi macht Jens, ne? Ja. Er geht zu der. Ich glaube zu dir. Bin oben. Ach so, nee, dann... Ist das hier unten jemand anderes gewesen? Blödi. Ich glaube, Bill kommt, ne? Ja. Ich gönn mal Bill den Hook mit den... Er kommt. Das ist... Ist das eine Mac? Ist das eine Klödi? Was ist denn das? Ich weiß es auch nicht. Ich habe hier nur... Ich habe hier nämlich oben gerade einen Gen. Ach, Bill, weißt du, dich soll ich unterm Haken heilen und... Voll... Danke, Bill. Huch, ist jetzt wieder bei dir? Ich glaube, Bubba spielt ohne Kopfhörer. Er geht jetzt Bill nach, ja. Denke ich. Er ist instant an mir vorbei, obwohl ich geweint habe, quasi. Weil ich ja verletzt bin. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Okay, Mac, dann... Mac, komm mit, Mac. Hier ist ein Jen. Er ist hinter mir. Oh. Sorry, Vorsicht. Du hast aber Vorsprung. Ist ja noch. Ja. Aber er guckt echt Gott sei Dank nicht nach hinten. Bin jetzt hier am Gen. Ja, er wird mich jetzt hier haben. Ja. Oh. Bin echt froh, wenn die den Bubba überarbeiten, ey. Ich hoffe, dass das echt was bringt mit dieser blöden Kettensäge, ey. Ja, das soll also zumindest ja ein bisschen das Campen verhindern, ne? Ja, mein Gen oben war auch übel weit. Er geht aber nicht in deine Richtung. Okay, ich glaube, der Bill ist oben an meinem Gen. Er jagt oben die Dings, die andere. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Lass uns mal dein... Der ist noch nicht weit, den habe ich ja gerade erst angefangen. Egal. Wenn der mich sägt, hat er mich sowieso. Oh, sehr gut.
So, jetzt ist die Frage, kommt er hier runter? Er ist nach rechts auf jeden Fall weggegangen. Jetzt ihn durchkommen. Schaff mal. Ich höre ihn noch nicht. Er ist im da Hof, kommt er. Er kommt. Dann lass uns quasi dort nach hinten weg. Ich kann noch mal hängen. Hier ist eine Palette. Ja. Nee. Scheiße. Haha. Wo seid ihr? Du bist links ins Zimmer und ich bin rechts ins Zimmer. Ich bin jetzt nach hinten gerannt. Er folgt mir. Ich bin im Musikzimmer. Okay. Oh nein, 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 Palette! Was? Durch die Palette und das hat den nicht mal gestunt? Wow. Dieses Spiel ist momentan echt überhaupt nicht buggy. Okay, aber ihr seid dort unten alle am Ausgang. Wir sind alle am Ausgang. Ich hänge mega weit weg. Er scheint doch gerade nicht weg zu. Er ist jetzt unter mir. Er kommt zu euch rüber. Rein theoretisch ist vor mir ist ein Ausgang unten. Wenn ihr den erst aufmacht, dann kann ich hier durchs Fenster springen und dann können wir raus. Ich weiß aber nicht, ob wir das schaffen. Probiert's. Der Bill kommt vielleicht hoch. Wo war's hier unten? Bill rennt rüber wieder. Ansonsten geh rüber und geh raus. Bill ist rübergerannt. Bill wird gejagt. Wie es aussieht, hat zumindest eine Palette geschmissen. So. Ich habe aufgemacht. Schaffe ich das? Ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Scheiße. Ich kann es dir auch nicht sagen. Wie komme ich hier hoch? Oh, leck mich! Ja, dann geh raus. Ich find's ja schon krass, dass wir gegen den Bubba überhaupt mal 5 Gens geschafft haben. Ich habe Angst vor Blutwächter. Blutwächter geschädigt, sorry. Oh, es tut mir jetzt leid, ich finde immer den Weg nach oben nicht auf dieser Map. Ich auch nicht. Ich weiß nur, ich glaube, die Treppen sollen irgendwie diagonal voneinander sein. Okay. Aber du hast ja auch so komische Halbzwischengänge, also so ganz komisch. Ich finde mich auch nicht zurecht auf der Karte. Ich meine, das ist ein Rang 4-Spieler, ne? Da waren wir doch schon gut. Ja. Ach, schade. Gut, nächste Runde kommst du auf jeden Fall auch noch raus. Das kriegen wir hin. Ja, gucken wir mal. Das kriegen wir hin. Also weiter geht's in die dritte und letzte Runde. So, dritte Runde. Und das Coole ist, wir haben echt alle drei Runden eine andere Map. Ist das schon mal nicht schlecht? Ja, und auch Maps, die wir sonst nicht so oft haben, ne? Krotus Brennen sind wir ja jetzt nicht so häufig. Was ist hier los? Ich glaube, ich bin in der Nähe des Killers gespawnt und wir haben übrigens Freddy. Oh nein. Ah ja, stimmt, das hier ist. Also ich glaube, er ist in meiner Nähe gespawnt. Ich habe Herzschlag. Freddy-Runden, da muss ich immer sagen. He got me! Oh, ich habe doch nur das blöde Totem gemacht, Mann. Hi, hier bin ich. Ich habe dich nicht gesehen. Er hat. Hey, sind zwei Totems mega nah beieinander. Er hat angefaked, dass er durch meinen Generator kommt. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Er ist nicht mehr bei mir. Was ist denn das? Anders. Oh. Hi, Kate. Er jagt die Kate. Die gehen ins Haus. Fuck. Da bin ich grad noch. Die geht gerade in der. Ist gerade auf der anderen Seite von dir quasi. Ja, ich würde halt gerne erstmal hier so ein bisschen weg wenigstens.
Boah. Ich bin gerade in die Traumwelt gekommen und mein Bild war plötzlich quasi schwarz. Ich dachte, was ist jetzt kaputt? Er jagt mich, wenn du retten kannst. Sie ist schon unten. Die Freundin, Freund, was auch immer, hat sie geholt. Also unsere zwei Mitspieler spielen auch zusammen, haben wir eben schon gesehen. Ich gehe Richtung Shaq, er folgt mir noch. Ja, Yui ist gerade dabei, dir komplett reinzurennen. Ist halt auch mein Wecker. Ja, Yui. Okay. Guck mal, ob ich zu meinem Jen zurückkomme. Oder ich gehe hier vor der Shaq an den. Er portet. Er ist hier an der Shaq. Okay, ich bin gleich am Haken. Ich bin in der Nähe. Verdammt! Och, die Freundin ist schon wieder da. Leck mir doch am Arsch, du. Mist, der hat mich jetzt, glaube ich, noch gesehen. Ich dachte, er hat mich verloren. Bei mir ist es mit dem Palettenstun aber mittlerweile auch irgendwie komisch. Normalerweise war es so, wenn ich durchgerannt bin und die Leertaste gehämmert habe, hat es halt gezogen. Und jetzt rennt die immer irgendwie zu weit. Und dann renne ich halt... Oh, nö, der hat Fake-Paletten. Er ist rechts von mir weg, aber ihr seid alle dort in die Richtung irgendwie. Bin ich hier, oder? Jetzt kommt die Kate noch. Soll ich dich da noch wecken? Nee, mein Wecker ist da hinten. Ich mach dann gleich. Das hält dann ein bisschen länger an, wenn du es beim Wecker machst. Also hier, mein Gender war schon bei der Hälfte. Aber ich gehe erstmal zum Wecker. Kate. Mensch, Kate, Alter. Drängt mich hier übelst ab. Oh. Ready ist an der Shaq. Okay. Kate hat getankt für... Ja, ich bin gerade komplett ins Kriegsgebiet gerannt. Mann. Hä, sind die Charaktere immer schon so eine komische Kurve gerannt, wenn du die Richtung gewechselt hast? Keine Ahnung. Das Gefühl, ich habe das noch nie gespielt, das Spiel. Und es ist wieder eine Freddy-Runde und in meinem OBS leckt es übelst. Also falls es in der Aufnahme bei mir auch leckt, sorry, aber dann kann ich es jetzt leider nicht ändern. Mein OBS und Freddy-Runden vertragen sich nicht. Oh, hi, wo kommst du denn auf einmal her? Und mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet aus der Richtung. So, die Freundin geht retten. Ich mache hier Jen. Du kannst mich gleich retten gehen. Jetzt müsste sie sich aber auch beeilen, ne? Ja, die ist schon unten gleich. Ich finde, glaube ich, den Eingang in den Keller nicht. Ich hänge dann hier los, bei dir in der Nähe. Ich muss durchziehen. Zieh durch. Ich hänge schon wieder neben dem Haken. Ich hänge auch gerade neben dem Haken. Ich habe noch gar nicht gehangen. Gucken wir mal an.
Er geht Richtung Keller. Echt, jetzt kommt die eine echt hierher gerannt. Wow. Die eine Verletzte kommt hierher gerannt. Ja, die Kate. Weiß nicht, ob die Freddy im Schlepptau hat. Nee, der ist hinten. Okay. Oh, Kate, na weißt du, Kate, dann lass mich halt nach links, du. Die Kate, die hat mich erst übelst abgedrängt und jetzt hat sie mich auch blockiert beim Rumgehen. Ja, ich hab's. Kate, kommst du ran, oder? Ja. Er kommt. Kate, Pech gehabt. Ich tank nicht für dich. Ja, ich meine, Kates Freundin ist jetzt auch tot. Aber dann hat er Barbecue. Ja, oder? Oh, hier ist ein Jen schon. Fast bei der Hälfte. So, Kate. Also noch einmal nicht. Was ist wieder hier? Sag ich mein Bäcker. Da drüben. Hat Kate wieder. Kate ist RIP. Vielleicht kommt er jetzt hier rüber zu mir. Also gleich. Bis jetzt nicht. Ich zieh durch und dann gehe ich mich. Jetzt kommt er. Okay, ich gehe mich nicht wecken, weil Freddy ist mir auf den Fersen. Ich bin da, wo Kate gestorben ist. Ich hocke mich da mal an den Jen. Boah, der Schlag war. Also hier gibt's echt irgendwie Serverprobleme. Klar. Das ist eine doofe Idee mit dem. Er portet sich zu dir dort hinter irgendwie. Naja. Oh Gott, das ist ein sehr dünner Baum. Das ist ein sehr, sehr dünner Baum. Er kämpft sich jetzt halt schon ein bisschen weg, ne? So, hier so. Also ich sehe ihn nicht, aber ja, er wird wahrscheinlich verhindern wollen, dass du zu nah... Ja, jetzt sehe ich ihn. Ja, er hat mich. Ich habe halt jetzt mitten auf dem Feld gehockt. Was soll ich? Ich konnte jetzt aber auch nichts machen. Ja, wenn du die Luke... Ah, scheiße. Hier ist die Luke im Haus, aber ich werde ja gejagt. Das bringt keine Punkte. Vielleicht schaffst du es irgendwie. Keine Ahnung. Mm-mm. Aber ne. Nein! Ha! Ich hab's geschafft. Er hat mich einen Meter vor der Luke umgeklatscht, aber ich konnte schon M1 drücken. So, dann habe ich mich in der richtigen Sekunde sterben lassen. Hast du. Oh, ich wusste auch nicht, er war erst mal kurzzeitig hinter mir. Das war echt pures Glück. Alter. Oh, wow. Ey, das war echt pures Glück jetzt. Dass ich wirklich direkt neben der Luke schon M1 drücken konnte. Danke, dass du dich geopfert hast für mich. Ja, ich meine, so viel war eh nicht mehr bei mir auf der Uhr, aber als du gesagt hast, die Luke ist im Haus, habe ich halt dann aufgehört zu kämpfen und dachte, naja, vielleicht... Ich bin dann rausgesprungen und einmal außen wieder drumherum gerannt und dann habe ich ihn nicht mehr gehört, weil ich dachte, bleibt er jetzt bei der Luke oder was macht denn der jetzt? Und dann war er aber auf einmal wieder hinter mir. Und dann bin ich schnell weitergerannt und dann habe ich gehört, wie die Luke aufging. Ja. Oh. Er hatte sogar noch Nöd und Blutwächter.
Alter Schwede, ey. Ich muss ja sagen, ich spiele auch sehr gerne, wenn ich Killer spiele, mit Nöd und Blutwächter. Mhm. Und Rang 1 Freddy, alter Schwede. Aber immerhin haben wir ein paar Gens anbekommen. Ja, ich finde, unsere Leistungen waren in allen drei Runden jetzt nicht so schlecht. Ja, die waren okay. Also, wir hatten schon schlimmere Tage. Ja. Oh, nee. Ja, dann, wie immer, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr geschaut habt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.